Hey, salut zusammen, willkommen auf meinem Kanal. Sind dabei und schauen. Bahnhof, Pause, Essen. Ich freue mich kurz gerade wieder weiter. So, jetzt geht's los. Brunnen, 31 Kilometer. Da ich aber etwas anderes geplant habe, jetzt ist gerade die Frage, ob ich da unten durch muss. Oder ob ich da hinten muss. Die steht gerade dort. Da muss man, glaube ich, unten durch. Dort muss man, glaube ich, unten durch. Velo zeigt nach oben. Das ist die Frage. Jawohl, tatsächlich unten durch, wenn ihr da dann hochkommt. Mit einer Einkaufsmöglichkeit. Von hier auf der Strasse bin ich gerade gekommen. Etwas Schönes gesehen, was ich euch zeigen will. Es geht hier ziemlich offen. Wenn ihr natürlich von der anderen Seite fahrt, geht es für euch dann runter. Man sieht nicht einmal mehr, wo die Strassfuss hört, weil das jetzt so tief runter geht, beziehungsweise offen. Das heisst auch, das, was ihr von mir hört, das trifft nur auf meine Situation zu, am heutigen Tag. Das kann bei euch anders sein. Da ist gerade eine Wandertafel. Wenn du denkst, dass du da oben bist, dann hast du die Düste. Dann geht es hier noch weiter rauf. Ui, lala. Von da hinten bin ich jetzt gekommen. Rechts unten. Weit hinten kann man bereits schon einen See sehen. Hier an der Hauptstrasse da ist jetzt entlang ein Schiff in dem Moment. Hier sehe ich etwas Interessantes. Das könnte ich jetzt auch brauchen als Abkühlung, was die Rindviecher hier haben. Hier eine Berieselungsanlage, ja, wie cool ist das denn? He? Salut! Also, weiter geht's. An der Hauptstrasse an gibt es ein schönes Plätzchen. He? Je nachdem, wenn wir hier sind, hat man Schatten. Früher im Sommer hat man eher Schatten und später weniger. He? Mit einem tollen Blick abend auf den See. Jetzt bin ich dann bald an meinem Ort, wo ich heute bleiben werde. Eine kurze Information, braucht ihr den, aber ich mache es einfach. Wir befinden uns hier jetzt in Meyers Kappel, hinter dran ist gerade Kirche. Hier bin ich jetzt gerade gekommen, da gibt es noch einen Trinkbrunnen. Trinken ist jetzt übertrieben, da steht kein Trinkwasser drauf, da kommt auf jeden Fall Wasser raus. Die Velorouter geht hier hinten bergab. Da gibt es ein Lädchen zum Einkaufen und nächstes Mal, wenn ihr mich hier wieder seht, sehe ich wahrscheinlich etwas frischer aus. Jetzt gehe ich zu meinem Übernachtungsplatz und das geht hier rauf, wo ich nachher nur noch runter muss, hoffentlich. Weniger anstrengend. Jawohl. Und für morgen geht es für mich noch anders weiter mit einer Wanderroute. Ich schaue etwas von der Gegend an, ein paar Tage hier. Also für euch geht es jetzt gerade wieder weiter. Fast frisch erholt. Kann es weitergehen, ist immer noch warm, ist halt Sommer. He? Das heisst, die anderen zwei Tage mit Ruinen und Wanderungen gesehen und dann in einem anderen Film, he, separat. Und jetzt geht es weiter, hier abends zu. He?
Mehr im Tal unten, he? Richtig Küssnacht Luzern. Linke Seite hat es diverse Einkaufsläden, Lebensmittelläden. Hier auch noch mal, he? Kurz bevor das ein Kreisel kommt. Wo wir geradeaus fahren. Drüber rein, einfach drüber rein. In dem Fall, salut zusammen und willkommen zur Fortsetzung bei meinem nächsten Tag. So mad, there's no control in me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go. So just stay tuned for the rest of the show. So, sind wir in Städtle rein, in Arte. Da können wir jetzt rein. Das war gerade eine Tafel. 16 km bis Brunnen. Stichwort Brunnen. Hier gibt es auch gerade wieder einen Brunnen. So geht auch noch gerade, wie ich sehe, eine andere Route durch. He? Ein Stück weit irgendwie. Das Nummer 51. Goldau angekommen. Hier ist direkt der Bahnhof, wo wir dran vorbeifahren. Und auf der linken Seite gibt es noch die Art Rigibahn. Für die, die hier wollen, Aufenthalt machen wollen, kann man noch Bahnle fahren. He? Weiter rauf. Und für mich geht es weiter in die Richtung. Die Tafel zeigt leicht nach links, nach rechts. Vermutlich hier durch. He? Bin mir jetzt nicht ganz sicher. Doch, ich bin mir sicher, sonst würde ich noch mehr nach rechts gehen. Da fahren wir, sind wir gerade längere Strecke Bahnhof entlang gefahren, he? An der Schiene entlang. Und wie wir sehen, ist jetzt wieder mal ein anderer Untergrund. Kies, he? Schotter. Ja, Schotter ist gröber. Das
sind wir gerade in einem sehr schönen Waldstück drin, fast unmittelbar nachdem wir dort rein sind, wo ich nicht gewusst habe, dass der richtige Weg ist. Das ist aber der richtige Weg. Da fließt noch ein kleines Bächle. Sieht richtig schön aus. Oben sind sie es gerade am Aufräumen irgendwie. Da gibt es noch oben Wägel in den Wald rein mit Holzbrückeln und so. Sieht richtig lässig aus hier. Neben dran hört man die Autobahn. Da hinten oben auf der anderen Seite bin ich jetzt hergekommen. Anscheinend gibt es gemäß App hier zwei Möglichkeiten zum Fahren. Ich würde denen vorschlagen, dass man dort rüber geht. Dort ist die Linie nämlich offen, da kann man links abbiegen. Und nicht unten durch, dort ist wieder ein Schild, Brunnen. Aber, wir gehen mal hier rüber. Wenn man jetzt dort also unten durchfährt, nicht auf oben durch, wie ihr es seht, sondern unten durch, ist unten drunter Brunnen angeschrieben, in die Richtung, dann kommt man da vorne und dann steht man dort vorne an der Strasse und sieht keine Tafel mehr und weiss nicht, wo durch. Logischerweise müsste man geradeaus. Und wenn man dort geradeaus geht, kommt man um eine Ecke herum und dann kommt man auf der genau gleichen Strasse da vorne wieder raus und sieht wieder keine Tafel und dann weiss man nicht mehr, warum, wo durch. Und darum bin ich jetzt das nochmal zurückgefahren, um zu schauen. Also da ist Verwirrung pur. Schlauer, man würde einem direkt, deswegen sage ich warum, wenn man hier einen würde, direkt links überführen zur Linksabbiegespur, könnte man nachher nur noch alles geradeaus fahren, weil es geht hier recht lang dieser Strasse geradeaus, bis wir vorne fast zu Brunnen sind. He? Ah ja, gerade noch etwas. Eigentlich startet man die Etappe ja von Brunnen. Etappe 1 ist ja da vorne. He? Aber so wie es ja meistens ist, kann man die in beide Richtungen fahren, weil es immer so gut ausgeschildert ist, damit man auch weiss, wo man durch muss. Wenn ihr jetzt von da unten kommt, in die Richtung, wo ich fahre, dann seht ihr dort oben, wo die Abzweigung ist, wo ich erklärt habe, wie man fahren könnte, sollte und so weiter. Seht ihr nämlich auch eine Tafel, die ich dort oben bereits schon zeigt, in welche Richtung. Aber so wie ich gefahren bin, ist es ein bisschen verwirrend, weil man dann nicht ganz klar weiss, wo durch. Von da hinten bin ich jetzt gerade gekommen, wo ich gerade geschwätzt habe. Das scheint hier wirklich ein bisschen total nicht so super gut gelöst zu sein. Normal heisst es ja, wenn man nicht sieht, fährt man geradeaus. Geradeaus wäre hier. So ist es auf der App verzeichnet. Verwirrenderweise hat es hier aber einen Velostreifen, wie ich vorher schon einmal erklärt habe. Das muss nicht immer zwangsläufig sein, dass das hier unser Weg ist. Aber das fährt runter und oben ist auch noch ein Velozeichen. Obwohl das der falsche Weg ist. Gemäss App geht es hier geradeaus. Ja, hier ist jetzt eine Tafel, obwohl das eigentlich die Gegenrichtung ist. Schön angezeigt, dass man da vorne links muss. Was dann eigentlich Sinn ergibt, dass am anderen Ort auch Tafeln stehen, wenn hier schon eine ist. Ja. Ja.
nur dort führen. Dann wären wir hier jetzt am Ziel. He? Urnersee und Vierwaldstättersee, wo eigentlich das gleiche Gewässer ist. Der gleiche See ist, heisst einfach zwei verschiedene Orte, zwei verschiedene Namen. Hier. Die eine Richtung heisst so und die andere heisst so. Etappe 1 ist fertig, ich bin jetzt rückwärts gefahren. Da könnt ihr ein Schiff nehmen, wenn ihr wollt, bis auf Luzern fahren mit dem Schiff oder wie auch immer. Hier hinten eine grosse Informationstafel, wo ihr die Übersicht habt über die ganze Velorouten, Wanderrouten und so weiter. Prima. Das war interessant. Ein bisschen verwirrend gegen den Schluss. Hier haben sie es nicht so gut ausgeschildert. Aber im Großen und Ganzen interessant gewesen, doch, muss ich nochmal wiederholen. Es war fast weniger anstrengend gewesen, wenn ich so darüber nachdenke, die Seite nur, weil von daher ist es eine Zeit lang recht aufgegangen. Als ich die anderen angetroffen habe, habe ich geschwätzt, das haben wir nicht gesehen, das geht. Ja. Also, in dem Fall war es das gewesen. Vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid und bis zu einem anderen Film. Tschüss miteinander.